Moin und herzlich willkommen zu einem leicht verschwitzten Video hier aus meiner Küche. Es gibt wieder was zum Auspacken, die Surplus Retterbox für Juni. Und das Ding ist verdammt schwer. Ich muss jetzt gerade mal hier neben mir ein bisschen Platz machen. Das habe ich natürlich leider im Vorfeld vergessen. So, wollen wir noch mal gucken. Oh, was da Leckeres drin ist in der schönen Box. Also die würde ich sagen, oh, so 10-11 Kilo hat die sicherlich wieder. So. Dann wollen wir mal anfangen. Eine Tüte. Aha. Okay, eine von Bioland. Lisas Bio Kesselchips. Was für meine bessere Hälfte. Mit Schweizer Alpenkräutern. Handgepflückte Kräuter. Okay. Sieht da sonst auch so drauf? Bio Kartoffelchips aus Malgäu. Oh, Bioland Kartoffeln. Da sind wir mal gespannt. Das ist schon mal ein schöner Anfang. Noch eine Tüte. Das kann ich nicht lesen. Also sind wohl auch irgendwelche Chips. Hopzowi. Stranike. Bramburki. Aber wenn ich nach den Bildern hier gehe, auf jeden Fall was mit Knofel. Also das sind Chips. Das sieht man. Aber ja, da werde ich sicherlich gleich noch den Beipackzettel zu finden. Der wird sicherlich irgendwie unten in der Box sein. Knoblauch, Petersilie, ich habe keine Ahnung. So, dann haben wir hier als nächstes Müsli Go. Mit Himbeer-Johannisbeere. Die hatten wir schon mal drin gehabt. Ich habe sie noch nicht probiert gehabt. Meine Frau hat eins davon mitgehabt und probiert. Sie sagt, es schmeckt ein bisschen wie ein altes Müsli, aber naja. Diesmal haben wir dann halt Himbeer-Johannisbeere. Auch nicht schlecht. Okay, was haben wir hier? Eine Nussmischung. Rainbow Ultramix, Superfood, Haselnuss, Cashew und Mandeln. Okay. Ja, das ist einfach eine Nussmischung. Finde ich sehr gut. Ist auf jeden Fall, was man so immer so beim Fernsehen gucken oder so wegknabbern kann. Haselnüsse, Mandeln, Cashews mag ich alles gerne. Ja. Und vegan ist es auch. Man hätte es gewundert bei Nüssen, oder? So, was haben wir denn? Okay, was haben wir hier denn? Schokomüsli mit Crunch von Demeter. 30% weniger Zucker, 0% künstliche Zusatzstoffe. 350 Gramm. Hafervollkornflocken, Schoko, Crunchy. Ja. Man kann es hier so ein bisschen sehen. Ich mach's einfach mal auf. Kann man es besser sehen. So ist das ein bisschen. Da haben wir es. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Schön mit Crunchy drin, mit Nüssen drin. Ja. 350 Gramm Müsli. Die werden wir auf jeden Fall auch irgendwie los. Also, zum Essen. Das will ich selber essen. So, jetzt habe ich hier nochmal eine Tüte. Was ist das denn schönes? Das sind irgendwie so kleine Bälle. Feel Good Bites. Kokosnuss. Spoons of Taste. Okay.
Das sind wohl so Kokosnussbälle. Ah, nee, Moment, da steht es auch dort. Dattelfruchtkugeln mit Kokosnuss. Okay. Das klingt lecker. Datteln mit Kokosnuss. Hat auf jeden Fall was. Da haben die sehr viel zum Naschen hier drin, habe ich das Gefühl. So, was haben wir hier? Ah, auch immer gut. Agnesi. Spaghetti. 500 Gramm Spaghetti. Ja, das ist nie verkehrt. Haben wir heute Abend erst gehabt. Wie passend. So, dann haben wir Oryza. Steamed Basmati. Gedämpfter Basmati mit besonders langem Korn. Fertig in 2 Minuten. Ja. Einfach nur auflockern, einreißen, erhitzen. So eine Mikrowelle, eine Pfanne oder sowas. Reis. 250 Gramm. So. Der geht wahrscheinlich nach unten zu meinen Eltern. Die essen eher Reis als ich oder als wir. So. Was haben wir denn hier? Chai 7. Sticky Masala Chai. Chai Latte für zu Hause, okay. Teegewürzmischung mit Zuckerrübensirup in 5 Minuten aufgebrüht. Das ist cool. Chai-Tee finde ich sehr schön. Wie viel ist denn hier drin? Es sind 100 Gramm drin. 15 Portionen sind das. Tasse Milch erhitzen, 2 Teelöffel Chai in ein Teesieb geben und 5 Minuten ziehen lassen. Sehr schön. Das gefällt mir gut. Dann haben wir hier eine Flasche. Freak of Nature. Grapefruit Minze mit Koffein. Okay. Bio-Erfrischungsgetränk mit erhöhtem Koffeingehalt. Auch nicht schlecht. Prozent natürliche Zutaten. Mit der zugehörigen Ladung Koffein. Also Grapefruit-Minze, das stelle ich mir sehr erfrischend vor. Ich werde es jetzt mal nicht aufmachen, weil die Box, das ist hier oben so warm. Aber ich glaube, so richtig gekühlt ist das richtig lecker. Und da haben wir noch einen zweiten von. Das erklärt aber, warum die Box auch so schwer ist. Was haben wir hier denn? Ingwer-Limette-Honig. Auch nicht schlecht. Auch mit Koffein. Die wandern gleich erstmal schön im Kühlschrank. Dann haben wir, okay, noch eine Flasche. Virginia, natives Olivenöl extra. 1 Liter. Wie praktisch. Wir haben Olivenöl auf der Einkaufsliste stehen. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Von Alimpex. Gutes von den Spezialisten. Okay. Liter Oliven. Finde ich gut. So, wir sind aber noch nicht fertig. Wieder was zum Naschen. Und zwar haben wir hier eine Tüte von Alnativ Bio Mini Cracker. Ich bin jetzt nicht so der Cracker-Fan mit Mehrsatz und Ballaststoffquelle. Glutenfrei, laktosefrei. Cracker. Warum nicht? Dann haben wir Nudeln. Biolupinenpasta. Also quasi kurze Bandnudeln oder so. 6 bis 7 Minuten brauchen die. Vollkornteigwaren mit Lupinenmehl. Lupinenmehl, so. Ja, schön. Nudeln. Passt bei uns aber. So, dann machen wir mal hiermit weiter. Flossum. Ah, das hatten wir glaube ich schon mal. Das sind diese reinen Fruchtsäfte. Hatte ich schon mal welche drin gehabt. Und hier ist jetzt, steht es drauf, also was da drin ist. Ne? Du hast 2 Äpfel und 1 Orange gerettet. Also Apfel-Orangensaft. Die waren echt gut. Ich habe die noch nie irgendwo
bewusst gesehen, irgendwie im Supermarkt oder Getränkemarkt oder so. Aber die sind echt lecker. Ich weiß gar nicht, was das für Sorten waren, die wir hatten. Ich glaube, das eine war, war pur Apfel. Der war richtig lecker. Und das andere war, glaube ich, auch Apfel-Orange oder Apfel mit irgendwas anderem. War beide total genial. So, dann haben wir hier noch eine Tüte. Ah, okay, hier ist wieder von Fitfit, wo wir den Nussmix schon von haben. Diesmal haben wir Cranberry and Roasted Hazelnut Mix. Also Cranberries und geröstete Haselnüsse. Auch gut. Kann man auch so schön mit wegfuttern. So, dann haben wir hier einen Beipackzettel. Das dürfte das... Ne, das ist wegen den Spaghetti. Das ist... Nö, und das halt die beiden Koffeindrinks für Schwangere und für Kinder, Schwangere und Stillende nicht empfohlen. Schade, irgendwie hatte ich gedacht, dass diese... Da noch ein Zettel bei ist für diese Chips. So, dann haben wir Fit Protein Bar White Chocolate Raspberry High Protein, High Fiber, Low Sugar von Nu. Oder Nu 3, ich weiß nicht. So Proteinriegel sind toll. Also das ist so, ich bin jetzt nicht der Sportler, das sieht man ja auch. Aber so für zwischendurch ist echt mal toll, weil die Dinger machen irgendwie auch gut satt. Und wenn du dann mal so ein kleines Hüngerchen hast auf der Arbeit oder so, voll gut. Dann haben wir hier noch zwei so Riegel. Gucken wir mal, was das ist. Liebe pur. Bio-Rohkostriegel. Apfel-Zimt. Jo. Bio-Rohkostriegel. Ist doch ganz schön hart. Und dann haben wir noch einen von. Mit Aronia und Himbeere. Die werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Vielleicht mache ich da mit dem Proteinbar oder so mal ein Video von den drei. Mal gucken. Falls sie es in die Feuer schon auffuttern. Dann haben wir noch mehr Müsli. Vitalis Super Müsli. Ballaststoffreich mit Beta-Glucanin. Okay. Mit fruchtigen Bomben. Heute eine Dose mit mir. Ich glaube, die Hitze steigt mir hier zu Kopf. Mit fruchtigen Brombeeren und Joghurt-Effekt. Das klingt gut. Sind 410 Gramm. Ja, also Müsli haben wir erstmal genug. So, es ist ja noch eine Sache drin. Happy Barista, ja. Hatten wir schon mal. Das ist eine Erbsenmilch. Extra Barista. Weil sie halt besseren Schaum ergeben soll, deswegen ist das die Barista-Edition. Ja, was soll ich dazu sagen? Also mehr Schaum oder der Schaum an sich ist deutlich weniger als bei einer normalen Milch. Und hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, diese Erbsenmilch. Also ich probiere als Milch, was wir dann hier auch kriegen an wie nennt man das, Milchersatzprodukten. Aber die Erbsenmilch hat mich echt nicht vom Hocker gehauen. Das ist so, das ist genauso wie Hafermilch zum Kaffee. Also es gibt Leute, die schwören ja darauf, wenn sie Hafermilch in den Kaffee packen. Ich krieg's dann echt nicht durch den Hals. Und so ist das mit, also die ist deutlich besser, die kann man wirklich trinken, aber sie ist halt, ja, ich bleib bei meinem Kaffee bei der schönen 3,5%igen Fettvollmilch. Finde ich einfach besser für einen Cappuccino. Es ist ein schönerer Schaum, ein kräftigerer Schaum. Und ja, das finde ich halt bei denen nicht so toll. Ja, schade, dass ich jetzt keine Auflösung dazu habe, was das für Chips sind. War echt wieder eine tolle Box, viel drin. Viele tolle Sachen, viel zum Knabbern und sowas. Ich freue mich über den Liter Öl. Ich finde diese Getränke hier super spannend. Und den hier sowieso, das Zeug, wie gesagt, wenn ihr das irgendwo seht, ich weiß nicht, was die kosten, diese Floorsome-Dinger. Das sind 250 Milliliter, aber die sind richtig lecker. Das ist dann mal so
Allein der Apfelsaft, ne, das ist so ein richtig, ist einfach nur der Saft vom Apfel, da ist nichts anderes drin. Und das ist so richtig lecker. Und das dann im Sommer eisgekühlt, geil. So, aber genug über Leckereien geredet. Jetzt muss ich was jetzt in Krempel wegkriege und auch kaltgestellt kriege und mal gucken, über was ich mich da als erstes hermache. Ja, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne ein Like da, gebt mir einen Daumen nach oben und ja, bleibt gesund, genießt die Hitze und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss!